fröhliche Weihnacht überall, Töne durch die Lüfte, froher Schall. Hallo, guten Tag, mein Name ist Götz Alsmann und diese jungen Leute, die sich hier angeregt unterhalten, das sind die Mitglieder der WDR Big Band. Und worüber sprechen die? Über unser nagelneues Projekt. Winter Wunderwelt, das ist fast ein Jahrzehnt her und das ist die erfolgreichste Langspielplatte, das erfolgreichste Album, die erfolgreichste CD meiner Laufbahn und ich glaube auch die erfolgreichste in der Geschichte der WDR Big Band. Und wir haben uns gedacht, es wäre schön, wenn man einen zweiten Teil nachlegen würde. Und deshalb haben wir uns in hochsommerlicher, sengender Hitze hier in Köln versammelt, um passend zur Weihnachts- und Wintersaison das neue Album fertig zu bekommen. Und wir freuen uns alle sehr auf dieses Album. Stimmt's? Das ist die spontane, gute Laune, für die WDR Big Band weltweit bekannt ist, meine sehr verehrten. Töne durch die Lüfte, froher Schall. Die ganze Idee kam eigentlich dadurch zustande, dass es irgendwann mal hieß, im Zuge der Tanzmusikproduktion für WDR 4 müsste man auch ein paar Weihnachts- und Winternummern mit der WDR Big Band aufnehmen. Das haben wir damals gemacht, strikt für den Rundfunkgebrauch. Und dann hat es geheißen, Mensch, das macht so einen Spaß, das ist so schön, so eine gute Idee. Wir legen den Rest für ein komplettes Album nach. Und jetzt haben wir es von vornherein gleich so angegangen, dass wir uns hier treffen für 3-4 Tage und legen das gesamte Projekt vor. Fantastische Arrangements von Ansgar Striepens, von Stefan Pfeiffer, Galilea. Und die ganzen Sachen spielen sich wie Honig, Butterschmalz und Sahne. Wisst ihr noch mein Räderpferdchen, Malchens nette Schäferin, Jettchens Küche mit dem Härtchen und dem blank geputzten Zinn, Heinrichs bunten Harlekin mit der gelben Violin. Das Besondere am Konzept Winter Wunderwelt ist, dass hier Dinge zusammengebracht werden, von denen man auf den ersten Blick sagen könnte, die passen nicht zusammen. Das sind traditionsreiche deutsche Weihnachtslieder, die jeder schon mal unterm Tannenbaum gesungen hat. Das sind deutsche Weihnachts- und Winterschlager. Stücke wie Vico Torianis Zwei Spuren im Schnee oder damals beim ersten Album Winter in Kanada. Und das dann wiederum zusammen mit berühmten amerikanischen Winter- und Weihnachtssongs. Damals zum Beispiel Mrs. Santa Claus von Nat King Cole. Und jetzt haben wir Warm in December von Julie London. Das sind Jazz-Klassiker, die sich mit der Weihnachts- und Winterthematik auseinandersetzen und die halt zusammenzubringen mit einem Lied von Vico Torriani oder mit O Tannebaum und Schneeflöckchen Weißröckchen, das ist, glaube ich, in der auch musikalisch radikalen Form hier zum ersten Mal versucht worden, vor fast einem Jahrzehnt. Und jetzt geht das Abenteuer weiter mit unverminderter Kraft.